Niedersachsen. Rund 130.000 Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Ihre Fahrzeuge überprüfen heute 12 Polizisten der Direktion Lüneburg im Landkreis Harburg. Unter ihnen Oberkommissar Benjamin Linz und Oberkommissar Heiko Riebese. Drei- bis viermal im Jahr finden Kontrollen statt, damit auch auf dem Acker alles seine Ordnung hat. Der landwirtschaftliche Verkehr, der ist in den letzten Jahrzehnten etwas stiefmütterlich behandelt worden. Das heißt, er ist kaum kontrolliert worden. Und durch immer größere, schwerere Fahrzeuge, immer mehr Automatisierung, auch im landwirtschaftlichen Bereich, gerät das Ganze an die gesetzlichen Grenzen. Und wir haben auch schon schwere Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen gehabt, wo der Grund in technischen Mängeln oder eben auch in Überladung lag. Die oftmals überladenen Hänger beschädigen mit ihrem Gewicht die öffentlichen Straßen. In der Nähe von Karkensdorf im Landkreis Harburg fällt den Polizisten ein Traktor mit Zugmaschine auf. Wir haben hier landwirtschaftliche Zugmaschine mit Einachs-Güllefass. Und was man schon sehen kann, es ist hinten weder ein Geschwindigkeitsschild noch ein zumindest Wiederholungskennzeichen, sogenanntes, muss er dran haben. So dass wir hier zumindest schon mal auf den ersten Blick Verstöße festgestellt haben. Hallo, wer bist du denn? Riebesel, Polizeidirektion Lüneburg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Linz, moin. Eine Verkehrskontrolle. Wir haben eben im Vorbeifahren schon was festgestellt. Sie haben kein Kennzeichen dran, kein Geschwindigkeitsschild dran. Obwohl das ja ein Anhänger ist in dem Sinne. Ja. Und dann muss ich Sie vorab belehren. Stellt eine Straftat dar, den Rest machen wir gleich. Stellt eine Straftat dar, Sie brauchen mir gegenüber keine Angaben machen. Können einzelne Beweiserhebungen beantragen, wenn Sie sagen, das ist gerade abgefallen oder so. Und es kann jederzeit ein Rechtsanwalt beauftragt werden. Die Belehrung haben Sie verstanden? Und jetzt können wir uns nochmal unterhalten. Riebesel ist mein Name. Haben Sie für das Güllefass eine Betriebserlaubnis zu Hause liegen? Das ist schon ein paar Jahre alt. Der ist schon ein bisschen älter. Ja. Ja, weil der ist ja völlig ungekennzeichnet. Der hat weder ein Wiederholungskennzeichen einer im Betrieb befindlichen Zugmaschine, das ist für zulassungsfreie Anhänger vorgeschrieben, noch ein Geschwindigkeitsschild, der müsste eigentlich dann ein 25 km/h Schild dran haben. Das könnte ich Ihnen hier vor Ort schenken. Was nützt Ihnen nichts, weil Sie kein Wiederholungskennzeichen dran haben. Nee. Das heißt, da müssen Sie eh was machen. Dann. Das hier fällt so auf die Straße. Wo ist die Abdeckkappe? Mhm. Nicht zu Hause. So sieht es dann auf der Straße aus. Und wenn ich einen so einen Flatschen habe, wie so einen Kuhfladen, da kann auch schon mal ein Motorradfahrer drauf ausrutschen, wenn er bremsen muss. Und dann sind Sie plötzlich verantwortlich. Ja. Um das jetzt mal überspitzt darzustellen. Ne? Hier. Den riesengroßen Ölverlust. Irgendwas ist da undicht. Nee, das ist die Pumpe läuft ja in die ölt ja. Ja. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass sie immer genügend Öl kriegt und das ist wieder gesogen und wieder rausgeschmissen. Wo tritt das aus? Wo kommt das her? Ventil. Ja, dann müssen Sie da aber hin und wieder mal sauber machen, damit ist, er eben auch also kein das Öl. Ist jetzt also ich sehe jetzt, Jahr, ne? Also hier zum Beispiel ist es schon soweit. Ne? Hier sehen Sie das? Ja. Das ist schon von Ihnen. Das kommt hier raus. Das ja, das ist eben Öl. Ja. Und das darf nicht sein. Das muss also, wenn, so dicht sein, dass es nicht rausläuft. Und Sie müssen es jedes Mal entsprechend sauber machen, dass keine Betriebsstoffe auf die Straße kommen. So eine Belastung für den Steuerzahler ist das eigentlich nicht, weil es Kleinstmengen sind, die nicht weiter auffallen. Es kann ja aber durchaus mehr sein. Und wenn das Fahrzeug länger steht, in jeder Minute tropft es weiter. Und wenn ich einen größeren Fleck habe, dann kann das durchaus dann auch eine Gefahr darstellen, wenn ein Motorradfahrer, der bremsen muss, genau auf diesem Haufen Gülle oder auf diesem Ölfleck bremsen muss und dadurch ausrutscht. Und dann haben wir einen Unfall. Also, dann haben wir Auflaufbremse. Hat die auch eine Arretierung? Nee. Hat die nicht. Das heißt, die lässt sich gar nicht arretieren. Die geht nicht zurück. Bei den normalen Anhängern habe ich ja
hier irgendwo immer einen Hebel. Nee. Das ist mal hier gewesen, nehme ich an. Dafür ist dieser gewesen. Ja. Hier mit einem Stab drin, wo ich sie arretieren kann, damit ich rückwärts schieben kann, also ohne dass er in die Bremsstellung geht. Das heißt, eine Arretierung für die Auflaufbremse ist nicht vorhanden. Ein bisschen. Ja, der läuft nicht auf. Ich weiß nicht, warum. Ob das festgegammelt ist oder was, ich weiß das nicht. Das heißt, Sie wollen mir vor Ort hier sagen, die Bremse des Güllefasses funktioniert nicht. Ja, dann muss ich den los machen wieder. Naja, das ist eine Auflaufbremse. Ja. Das ist ein Anhänger über 750 Kilo. Zieht er denn hier? Ja, der muss ja bremsen, denn Sie fahren voll. Das heißt, wie Sie selber schon sagen, Sie fahren mit 8 Tonnen, ungebremst. Wenn Sie jetzt mit dem Schlepper, was wiegt der Schlepper? Ich sage jetzt mal 3,5 bis 4. 4 Tonnen bremsen, 8 Tonnen schieben von hinten. Wissen Sie, wo Sie dann landen können, wenn Sie 25, 30, 40 fahren und eine Vollbremsung machen müssen? Ja, 40 brauche ich ja nicht mehr. Aber selbst bei 25? Ja. Es ist so, dass man natürlich geneigt ist, mit einem kleinen Betrieb, mit einem kleinen Landwirt mehr Verständnis entgegenzubringen als einem großen Lohnunternehmer, der da vielleicht auch viel Geld mit verdient und besser von lebt als der kleine Landwirt. Da hat man mehr Verständnis. Nichtsdestotrotz bleibt die Ahndung die gleiche. Wir haben kein Wiederholungskennzeichen, kein Geschwindigkeitsschild. Wir haben eine Auflaufbremse, die nicht funktioniert. Damit dürfen Sie am öffentlichen Straßenverkehr nicht teilnehmen. Hier ist die Weiterfahrt mit diesem Gefährt untersagt.